Hallo! Es sind jetzt, ich glaube, 9 Stunden vergangen seit meinem letzten Let's Play. Und ja, ich komme direkt zum Punkt, weil die meisten ja sowieso nach 30 Sekunden wegschalten. Edit mich ruhig MSN oder ICQ, die Daten stehen in meinem Profil. Ja, wie immer weiß ich jetzt wieder nicht, was ich machen wollte. Toll. Ich glaube, ich wollte Geld wegbringen und dann mal eben die Zeit zurückdrehen, Alter. Einzahlen, yo. Fass meinen Kopf nicht an. Und verkloppt dich, yeah. Bam. Chris 60. Okay, mir ist vorhin noch was eingefallen. Ich hatte ja lange Zeit zum Überlegen. Was soll ich das jetzt noch machen? Ich mach das jetzt noch. Spaß, dann opfere ich nicht Zeit, die ich dann beim nächsten Mal brauche. Also wenn ich das jetzt am ersten Tag machen würde, würde ich ja Zeit opfern. Egal, Epona holen. Bla bla. Hä? Ups, bin ich doof. Das war jetzt aber. Ja, mal eben Lied verwechselt. Bam, bam. Ich habe mal eine merkwürdige Frage an euch. Mag hier irgendeiner trockene Flips? Ich bin der Einzige in der Familie, der auf trockene Flips abfährt. Also, falls ihr das nicht kennt, irgendwie, ihr nehmt Flips, lasst die 2, 3 Tage rumstehen und dann isst ihr die erst. Müsst ihr mal ausprobieren. Hört sich jetzt ein bisschen eklig an, aber ist es nicht. Also finde ich jedenfalls. Lauf, Epona, lauf. Oder reite. So, jetzt kann ich wieder richtig spielen. Ich hatte gerade meine Hand woanders. Ich weiß, was er jetzt denkt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich dafür den Endhaken brauche oder nicht. Aber wenn wir ja sehen. Ihr wisst ja nur gar nicht, was ich vorhab. Okay, doch, doch, das geht, das geht, das geht. Super. Falls da der richtige Steinkreis ist. Ma. Okay. Richtigen Items noch auswählen. Auge der Wahrheit. Ha, da ist er. Oh, ich bin auch so verblödet im Kopf. Hier, guck, ich rede mal mit ihm. Dann wisst ihr, was ich meine. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Hoch, sag nicht das. Ich bin schockiert. Du bist die erste Person, die mich jemals mit mir gesprochen hat. Ich bin nun schon seit vielen Jahren hier. Fuchte mit den Armen und bitte jeden um Hilfe, aber alle Leute ignorieren mich und gehen einfach weiter. Es liegt wohl daran, dass ich so auffällig wie ein Stein bin. Aber daran habe ich mich schon gewöhnt. Ich hätte da eine Bitte, würdest du mir etwas Medizin geben, damit sich auch ein unauffälliger Stein wie ich besser fühlt? Ich kann ja mal probieren, dem die Milch zu geben. Ich weiß nicht, ob das geht. Hä? Okay. Der hat noch nicht mal auf meine Flasche reagiert. Da muss ich jetzt wohl zurück. Wohin gehe ich? Oh Gott, jetzt muss ich noch so viel machen. Ich muss mir jetzt ein bisschen Geld besorgen. Dann gehe ich kurz zu dem Hexenladen. Da, wo die pennende Hexe in dem Laden abgammelt, hol mir dann einen roten Trank und gib die den. Und dann spule ich auch schon zurück. Deine Mutter spitzt beim Kacken. Ah.
Bau, bau, bau. So, speichern eben. Okay. Dann probiere ich jetzt mal meine schönen neuen... Ja, ruckel noch ein bisschen, komm. Meine schönen neuen Feuerpfeile an den aus. Ihr kennt den ja hoffentlich noch. Unser besten Freund. Den wir so ins Herz geschlossen haben und so oft gekillt haben. Oh, jetzt sterbt er mal. Ich glaube, das hilft gar nicht, das Feuer. Der brennt ja nur ein bisschen, aber ob das jetzt mehr Schaden macht, weiß ich nicht. Ha, tot. Ich glaube schon. Ich schätze mal doppelt so viel Schaden. Okay. Unruhestadt. Dämmerwald? Dämmerwald. Nee, Dämmerwald Tempel, die hieß der ja. Da ist der Tempel und dahin muss ich, genau. Ich werde gleich nochmal zu der Hexe gehen, um ihr den Pilz zu bringen, den ich schon mal bei Part 10 oder 15 oder so für die geholt hatte. Eigentlich nicht 10, 15, was laber ich da? Das war 20 oder 25. Ja, und die wollte den ja nicht irgendwie, die wollte den zwar annehmen, hat den auch genommen, aber dann wollte die mir nichts dafür geben. Ah, toll. Geil, und jetzt kann ich mich noch in scheiß Deko verwandeln. Ich konnte mein Schwert noch gar nicht testen. Mein neues. Ha, geschafft. So, und da ist auch schon ein Hexenkessel. Ich erinnere mich jetzt gerade ein bisschen an Banjo-Kazooie. Da musste man zwei gleichfarbige Kessel finden. Und wenn man dann in den einen reinsprang, war man dann... ist man dann bei dem anderen gelandet. Reingesprungen und bei dem anderen raus. Am liebsten würde ich halt auch noch LPen, aber das ist viel zu... wie soll ich sagen, viel zu riesig. Ich will ja nicht nur durchzocken, ich will ja dann auch alles holen. Wie im Wald unterwegs. Ey, jetzt machen wir nicht fertig. Das bringt mich nicht zum Weinen. Okay. Egal, ich muss da sowieso nochmal hier hin. Boah. Und wieder ein verschwindeter Part. Mach hinne. Ich will noch die Zeit zurückdrehen, bevor ich den nächsten Part anwerf. Bam, babala, bam, babam, bam, babala, bam, bam, babala, bam, babam. Okay, da ist er wieder. Der Bettler, der mein Geld aufbewahrt. Wunderbar, nun. 200. Ja. Okay. Dam, 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 dam. Naja, immerhin habe ich jetzt mal gespeichert. Also in-game selber. Da mache ich halt ja nicht so oft. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal einen Rahmen töten. Und dann zu der Hexe, genau. Zu der Hexe. Rette die andere Hexe.
und gehe da nochmal zur Hexe, um mir nochmal ein rotes Elixier zu holen. Das beinhaltet dann wahrscheinlich den nächsten Part. Milchstraße, genau. Ja, bis gleich.